Willkommen bei Toni, willkommen bei Santa Claus. Wir spielen den Weihnachtsmann-Simulator passend zum heutigen Tag und trotzdem ich kaum eine Stimme habe und leicht erkältet bin, man weiß es nicht, man hört es vielleicht, gehe ich auf Click to Play und wir starten direkt in Game mit atemberaubender Musik und wir müssen tatsächlich hier die Geschenke abwerfen auf die Kamine und das mache ich doch natürlich super gerne, damit die Kinder da unten auch was zu feiern haben. Meine Rentiere laufen im Gleichschritt vor mir her, natürlich im schönen nächtlichen Sternenhimmel. Und wir müssen jetzt erstmal den Häusern hier ausweichen, ein bisschen höher fliegen, weil was dann passiert, das kann sich jeder denken. Denn dann ist der Weihnachtsmann defekt, könnte man so sagen. Und wenn der Weihnachtsmann defekt ist, dann kriegt ihr auch keine Geschenke mehr nach Hause, ja? Natürlich hoffe ich, dass jeder von euch an den Weihnachtsmann glaubt, weil sonst macht das Spiel ja absolut keinen Sinn. Wir haben ja einen Weihnachtsmann-Simulator, das Ganze ist äußerst realistisch gestaltet und deswegen auch, ach du meine Güte, es ist da ein Loch im Dach. Oh weil, das wollte ich aber nicht. Mama, red nochmal, oder? Ach Mist, jetzt habe ich getroffen. Sind die Kinder auch wieder glücklich, sowas Dummes. Bäm, ja, voll auf den Weihnachtsbaum. Oh, da war er wieder. Voll drauf. Der Toni ist halt da schon nicht der perfekte Weihnachtsmann. Aber ihr bekommt die Geschenke nicht von mir, sondern hoffentlich vom Richtigen. So, lasst mich raten. Zwei Geschenke muss ich noch ausliefern bis zum nächsten Level. Dann machen wir das nochmal. Eins. Und für ganz Aufmerksame unter euch. Die Häuser sehen alle gleich aus. Aber ich meine, das sind wir von Simulatoren ja gewöhnt. Gewohnt, nicht gewöhnt. Der Toni ist auch schon ein bisschen weihnachtlich gestimmt. Und schon sind wir im zweiten Level. Und bäm, haben wir da voll die Mutti getroffen. Und die Oma. Ach du Kacke. Und wo wir gerade beim Thema sind. Ja, da treffen wir wieder. Oh verdammt, jetzt wollte ich schon einen Witz bringen. Das war wohl nix. Den kriegt er jetzt nicht mehr. Ist ja doof. So, einmal wieder runter. Und wieder hoch. Und ja, jetzt liefern er doch wieder hier Geschenke aus. Oh, ich bin viel zu schnell für diese Welt. Oh weia, ich muss jetzt hier die Physik mit einberechnen. Das kann der Toni ja nicht. So, Vollgas. Komm jetzt hier. Bäm. Ja, voll daneben. Bäm. Und getroffen. Ah, das ist jetzt nur noch ein Glücksspiel hier. Oder eben Physik. Aber das kann der Toni nicht so. Oh, komm, der war doch knapp. Der war doch... Oh. Ah, der war wieder... Oh. Ups. Ja. Das war jetzt natürlich geplant. Aber ich würde sagen, wir müssen einfach nochmal, also diese Animation, ja, die muss man einfach nochmal in Zeitlupe sehen. Und dafür gehen wir einfach ein bisschen runter ins Haus. Nee. Nee, so nicht. So nicht. Schneller. Und wieder langsamer. Weil jetzt kommen die da, so, und jetzt. Guckt euch das an. Jedes einzelne Rentier ist mein Airbag, ja. Trotzdem fliege ich in Mordsgeschwindigkeit über das Haus hinaus. Ja, also das zur Physik des Spiels. Wir gehen noch in die Highscore-Tabelle und sagen, Etibet, ich trage mich nicht ein. Das war's auch schon. Ich wünsche euch ein frohes Fest, frohe Weihnachten. Lasst euch vom Weihnachtsmann mit seinen Säcken... das war jetzt so gar nicht gemeint. Lasst euch die Geschenke vom Weihnachtsmann in den Korb legen, ne? Und unter den Tannenbaum. Ja, ja, das ist jetzt hier. Jetzt ist es vorbei. Also Leute, frohe Weihnachten und wir sehen uns demnächst wieder. Ja, ciao.